Sie müssen wissen, zu dem nächsten Stück eine kurze Vorgeschichte. Unser Thomas hier, der wohnt nahe der tschechischen Grenze und er hat in der Volksschule an so einem Erasmus-Programm teilgenommen. Das ist so... Also es ist ein Austauschprogramm, er war dann 5 Jahre in der Volksschule in Tschechien. Er war dort auch sehr politisch engagiert und Sie müssen wissen, er war der Verantwortliche für den Fall des Eisernen Vorhangs. Bitte. Er wird diese Rede jetzt Ihnen vortragen und Sie werden im Laufe des Stückes auch die Reaktion des Volkes darauf sehen. Sag Spanku, uklada. Toplačku za mili priprava. Slatko za celječa, otvor že mi djevča. Kim naš tvoje mamka ne spada.